Das war's. Aus die Maus. Wieder ein Jahr vorbei. Welches Motto hatten wir doch gleich? Richtig. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das war die Jahreslosung für 2016. Gerade zum Ende des Jahres ein schönes Wort Gottes überliefert im Buche des Propheten Jesaja. Wer glaubt, wer Gott zutraut, ihn zu trösten, der erlebt, wie Gottes Gnade größer ist als unser Schmerz, unsere Wut, unsere Verzweiflung. Über kleine wie große Dinge, nach Streit oder wegen Ungerechtigkeit. Ja, sicher gab es auch viele Probleme und Konflikte in diesem Jahr. Nicht alle konnten gelöst werden. Da wird jeder seine eigene Geschichte erzählen können. Aber wenn wir uns von Gott trösten lassen, haben wir Grund genug, dran zu bleiben, am Leben, in seiner Freude, in seinem Geist. Gott sagt uns zu, du bist nicht allein, denn eine Mutter tröstet, indem sie da ist, umarmt, ihr Kind lieb hat, so wie es ist, mit Stärken und Schwächen. Mütter versuchen, Verständnis aufzubringen für alle Verrücktheiten und sie lassen Freiheit, das Leben auszuprobieren. Auch die Freiheit, Fehler zu machen. So ist Gott für uns. Wir dürfen immer wieder neu zu ihm kommen, finden seine offenen Arme. Er ist wie eine Mutter, die immer eine Tür offen lässt, damit ihre Kinder nach Hause kommen können. Auch und gerade am Ende eines Jahres.